Das FBI steigt in den Kryptomarkt ein. Zumindest haben sie einen eigenen Coin erschaffen. Einen Ethereum-basierten Coin namens NextFund AI. Sie wollen damit sogenannte Pump-and-Dump-Schematas untersuchen. Also große Player, Influencer und alle anderen, die ein bisschen mehr Reichweite oder Geld haben, die dann Coins promoten, um den Wert dann massiv zu steigern und diese dann natürlich mit massiven Gewinnen dann zu verkaufen. Es gab bei dieser Aktion tatsächlich dann mehrere Festnahmen und Anklagen, unter anderem auch drei große Marktmacher. Ja, interessant.